Was geht ab, meine Lieben? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sehr geil, dass ihr wieder am Start seid. Ungewohnte Umgebung hier. Ich stehe auf dem Nürburgring bzw. im Fahrerlager. Mr. Butterching himself macht hier schon die Liegestütze. Es ist morgens 6:45 Uhr. Heiko ist auch am Assistieren, denn wir schrauben hinten die Räder jetzt schnell um. Dann kommt das Auto in die Box von Grip. Also wir sind hier auf dem Grip-Event. Hier seht ihr, ist schon die Bühne aufgebaut. Jetzt kommen gleich ab 7 Uhr die ganzen Gearheads hier reingefahren. Wie gesagt, dann sind wir in den Boxen. Hier wird überall alles extrem voll sein. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich wirklich auf die ganzen Leute, die kommen. War noch nie auf einem Grip-Event und ich glaube, das wird richtig krass. Ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen, was heute hier auf uns wartet. Ich gehe jetzt hier helfen schnell, dass wir die Reifen schnell drauf montieren, weil wir haben nur noch 20 Minuten Zeit und haben noch ein bisschen was hier aus dem Auto noch auszuladen und aufzubauen. Wir sehen uns gleich in aller Frische, wenn es hier langsam schon losgeht. So, Freunde, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich glaube, heute müssen wir hier Monetarisierung auf jeden Fall ad acta legen, weil hier wird auf jeden Fall viel Musik sein und mir ist es einfach wertvoller, dass ich hier ein paar geile Gespräche mit einräumen kann, nicht nur Autos und sowas filmen. Wir stehen hier Boxengasse, also in der Box von Grip. Man sieht es halt hier auch schon schön. Ich habe mein Baby hier abgelegt, richtig cool. Hier ist ein bisschen abgesperrt, also auf jeden Fall so mal ganz geil. Guck mal, es ist auch auf jeden Fall ein sehr stabiler Blick, so würde ich sagen. Hier nebenan ist TJ. Der hat seinen 34er hier stehen. Oh geil, da gehen wir noch ganz schnell einmal durchfilmen, weil hier wird heute auf der Strecke geballert. Ich filme nur einmal gerade so um die Ecke. Da ist noch alles leer. Da ist auch, oder schrauben sie schon hinten ein bisschen. Ich sehe, da hinten sind schon Snacks, werden aufgebaut. Da muss ich gleich mal vorbeispitzen, ob ich da was abschnappen kann. Da vorne, ey, es ist 6:50 Uhr oder so und die Leute sind hier schon brutalst am Start. Ich hätte eigentlich gedacht, ey, wer kommt schon um 7 Uhr, was geht hier ab? Aber hier rollen die schon, guck mal da vorne, wie es schon aussieht, da ist schon vollgeparkt bis da vorne hin. Da dachte ich mir nur, wer steht zu dieser gottlosen Uhrzeit auf? Und hier, das sind halt alles Besucher, die gerne Grip schauen. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Krass, da ist sogar einer aus Neunkirchen. 63er GLC. Guck mal, da kommt Heiko und Steffen, die kommen schon angerast hier. Wir haben hier unseren Spaß. Also ich bin mal gespannt. Da oben, ah ne, oben ist glaube ich diese VIP-Lounge. Dafür sind wir noch nicht cool genug. Egal. Ach geil, Aston Martin ist auch hier. Ich glaube, es wird heute viel zu schauen geben. Es wird ganz kunterbunt. Viele Leute, viele Autos, viel lustiges Zeug bestimmt. Ich freue mich auf jeden Fall. Kamera hole ich auf jeden Fall später wieder raus. So, jetzt sind wir ein Stück, eigentlich eine Etage höher gegangen, dass wir hier mal eine kleine Übersicht haben. Hier unten der R8, Alter, der hat schon richtig Party am Start. Direkt kommen auch die ganzen Leute. Man sieht, es ist jetzt schon mal einiges los. Also die Autos da, die ganzen Gearheads, so nennen die sich halt einfach, die sind schon mal bis da runter geparkt. Und wir haben jetzt noch nicht mal 9 Uhr, ne? Also ich denke, hier wird auf jeden Fall noch heute einiges los sein. Oh, Heiko! Heiko ist Sirene. So, jetzt sind wir tatsächlich auf der anderen Seite vom Gebäude. Und zwar sind wir hier jetzt schon an der Grand Prix-Strecke. Start- und Zielgerade. Hier können halt super viele, hier kannst du richtig günstig. Hier kannst du einfach für einen Fuffi, kannst du 40 Minuten fahren. Das lohnt sich halt extrem. Und demnach sind auch viele hier unterwegs. Krass. Ja, hier ist jetzt die Grip Lounge. Da gehen wir uns jetzt einen Espresso holen und dann gehen wir gleich runter mitten ins Geschehen. Ich habe eine coole Stelle gefunden, da gehen wir jetzt mal rein. Da ist eigentlich noch zu, da ist irgendwie später Veröffentlichung. Ein paar Autos, die eigentlich jeder kennt. Und zwar haben wir hier die Filmautos. Servus! Von Fast and the Furious. Jeder kennt diesen Jetta. Ein absolutes Sahnestück. Da haben wir hier aus dem zweiten Film haben wir hier die Supra. Alter, ach wie crazy. Ich habe die gar nicht so richtig mal live auf dem Schirm gehabt. Das war die, ach wie geil, Alter. Die hatte die grüne Unterbodenbeleuchtung, glaube ich. Boah, stark, ey. Da kriege ich direkt Gänsehaut. Da wird direkt die Kindheit wieder in mir erweckt. Übelst geil. Ja, der war auch immer top, Alter, der RX-7. Krass. Das sind Jungs von Chrome Cars. Dann haben die auch noch ein paar Muscle Cars mitgebracht. Hier ist einmal noch die Eleanor von dem nur noch 60 Sekunden. Klaus. Hier, den weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Barracuda, Alter. Plymouth Barracuda. Geil, Alter. Und hier das nächste Schätzchen.
Hier haben wir noch den 35er GTR von Benny, aka Mr. Ciao. Ihr müsst den auch alle Mr. Ciao nennen. Mr. Ciao, da ist er, Mr. Ciao. Du hast das gut gemacht. Nee, das ist hier mein Mikro. Und ja, folgt Mr. Wald auf Instagram, aktiviert die Glocke und macht das Plus weg, oder wie sagt man dazu? Digga, ich hab keine Ahnung, hol Radierer, radier Plus weg. Aber es haut mal vorbei, ne? Das ist mein Stand, ne? Und wenn ihr Gutachten braucht, wenn ihr einen Unfall habt. Ah, ey, Unfallgutachter auch noch. Ah, die Leute nutzen hier direkt für Werbung. Aber das auf jeden Fall, Mr. Ciao, der lustige, wie gesagt, 35er GTR. Also hier sind auf jeden Fall einige Schätze am Start. Hier ist mal, wie gesagt, die Film-Collection von einigen Filmautos. Kann man definitiv so machen. Jetzt gehen wir mal raus, weil das hier ist alles erst bis später. Hier ist alles erst so für später eigentlich vorgesehen. Da haben wir echt ein bisschen Glück, dass wir hier so die ganzen Jungs und Mädels kennen und deswegen hier uns überall mal reinstibitzen können. Frei bewegen dürfen. Also hier von Benny das Ding echt richtig allererste Sahne. Der hat auch teilgenommen an dem, European Tuning Showdown. Krass, hier ist so ein bisschen alles. Also eigentlich ganz lustig. Boah, okay. Krank, ey. Ich finde das immer so lustig, aber ich verstehe eigentlich gar nicht, warum immer so ein Grill und die Scheinwerfer und so, warum das immer aufgeklebt ist bei den ganzen Rennwagen. Das verstehe ich, oder habe ich noch nie so die Intention verstanden. Sinn hat das ja nicht. Nur damit es einfach ein bisschen, glaube ich mal, ein bisschen kompletter aussieht oder mehr nach einem normalen Fahrzeug aussieht, könnte ich mir jetzt mal vorstellen. Da haben wir noch eine dicke Corvette. Schmidträder, er hat noch die Aufkleber drauf auf den Nabendeckeln, sehe ich gerade. Ach krass, ey, ich glaube, guck mal, Startnummer 187, den kenne ich noch aus dem Video, genau. Sehr stimmt, guck mal, Heiko, Suron steht auch hier. Hier fühle ich mich doch wohl, ey, auf jeden Fall geil. Und Panamero. Jau, Alter, das tut direkt schon mal weh im Ohr. Aber das kann man schon so machen mit dem Porsche als Drifter. So, jetzt sind wir hier noch bei Aston Martin. Da sind echt ein paar schöne Dinger dabei. Der ist ganz geil. Mir gefällt der SUV, der gefällt mir echt noch ziemlich gut dahin. Räder schön krass, guck mal, innen drin auch mit Carbon. Ah, ne, ist nur oben drauf die Blende. Ja, sind ein paar schicke, ja, M3, M4. Ein paar geile Teile. Hinten der Seat, der schießt so übertrieben laut. Der macht auch safe jetzt wieder an und fängt daran rumzuknallen. Aber ich wollte noch mal hier kurz den Dings zeigen, den SUV hier, weil ich finde das Teil übelst krass. Auf der Kamera sieht es ganz anders aus von der Farbe, aber ja, so ist das, kann man das auf jeden Fall machen. So, während da hinten gefühlt der Krieg ausbricht, ey. Haben die Jungs, die jetzt hier schon, der René, den habe ich eben kennengelernt, ein übelster Typ, denn er macht einfach so krasse Sachen hier. Also er zeichnet hier mit Stiften einfach sämtliche Autos an. Eigentlich malt er Bilder, aber der ist auch auf jeden Fall sehr kreativ in Sachen Autos anmalen. Und ihn kenne ich jetzt noch nicht, aber er macht Mangas, er ist so ein Manga-Spezialist. Und das kann sich auch auf jeden Fall hier alles sehen lassen. Ach krass, guck mal hier, so ein bisschen was vorgezeichnet, so die Richtung, wie er sich was vorstellt. Finde ich auf jeden Fall sehr geil. Und die Jungs hier, die geben alles. Ich würde sagen, aber so ein GTR anmalen, das kann man auf jeden Fall mal machen. Hier einfach ein Porsche 918. Übelst geil. Ich finde auch sogar das Felgendesign richtig pervers. Also übelst schönes Auto. Sieht man halt extrem selten. Ne? Also jetzt zwar was Originales, aber ich würde den Wagen auch original fahren, muss ich sagen. Mit diesem, krass, guck mal, sogar hier, ach, das ist einfach alles, komplett alles Carbon. Innenraum. Sogar Boden, alles, das sieht man jetzt hier schlecht, alles Carbon. Das Ding ist wirklich allererste Sahne. So, jetzt sind wir in einer anderen Box drin und da steht ein M2, aber ein MH2, also ein Mannhardt GTR. Sieht auf jeden Fall auch sehr krass aus, würde mich ja interessieren, was die Kiste hier an Leistung hat. Farbkombination finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Innen drin Käfig. Gut, ist halt jetzt Folie, ne? Man sieht halt, die Sitze waren, sind noch blau. Aber krass, wusste ich auch nicht. Es geht bestimmt auch vorwärts. Wie viel Leistung hat denn der? Etwas über 700 PS. Das kann man machen, das passt. Über 700 PS etwas. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine schnelle Kiste.
aber wahrscheinlich ziemlich teuer. Wenn da Mannhard draufsteht, da geht da einiges. Freunde, was ist da? Warte, das ist Porsche 981 oder dieses andere Ding? Da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten, glaube ich, ne? Jawohl. Spider RS. Wer ist das Modell? Wie hast du nur gesagt? 718 und es gibt aber noch ein, keine Ahnung, aber Spider RS, das kann auf jeden Fall einiges. Mit Weißach-Paket, boah, sehr stark. Und Farbkombination auf jeden Fall richtig krass mit diesen... Krass, ja, schön. Große Bremse auch drauf. Ducktail ist ja übertrieben gut. Und dann... Kegel. Kegel sagt mir jetzt tatsächlich nichts, aber... Kegel ist so Sondertuning-Kram und so, Veredler. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr stimmig aus. Der hat uns zuerst angelacht und dann gucke ich mal ein bisschen über die A-Säule drüber und dann steht hier der Ballermann. Und da scheppert es mich auf jeden Fall hier mal komplett weg. Also das hier ist ja ein absoluter Augenschmaus. Ich bin echt nicht so der Porsche-Typ, aber also die meisten lieben ja Porsche. Aber das Ding hier, da wird mir sogar ein bisschen warm. Ja, Carbonhaube, ja, klar. Komplett, aber auslackiert, krass, ja, alles schön mit Leder, auslackiert, krass. Also auch von Keke. Crazy. Also, boah, wie schick, Alter. Sportster CS, aber dann noch komplett mit geilem Retro-Muster drin. Boah, mein Gott, krass, die ganzen Tacho, die ganzen Anzeigen in grün gehalten, Retro-Radio drin, das sieht so stimmig aus. Ansaugung, Carbon, Airboxen, boah, richtig stark. Richtig, richtig, richtig schön. Ja, und hier auch noch einfach mal ein, boah, stark. Schöner Ford GT. Was kann man so machen? Ach krass, das ist ein 64er Prototyp. Heritage Limited Edition. Krass. Einer von 50 weltweit und nur einer von 7 in Europa. Kostet bestimmt auch 2-3 Mark. So, wir haben jetzt gerade hier mal mit dem Kollegen gequatscht, und zwar über das Auto. Das ist kein F-Modell, das ist tatsächlich ein Porsche 993. Und nur das Dach und die Türen sind aus Blech, tatsächlich um irgendwie wegen Unfall, Aufprallschutz und sowas. Und der Rest ist alles aus Carbon und lackiert. Also die haben einfach nur die Kotflügel und sowas selber angefertigt mit den Proportionen, damit es aussieht wie ein F-Modell, aber auf die 993-Karosse passt. Und das komplettes Einzelstück, also kannst du nur so bestellen, also kannst du bestellen und individuell alles so anfertigen und machen lassen, wie du möchtest, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stimmig. Also das hier mit dieser Konfiguration ist absolut on point und perfekt, also mehr geht gar nicht. Aber es ist, wie gesagt, ein komplett neues Auto, das ist brutal. Boah, hier sind noch ein paar Ballermänner, AMG GT, ist das Black Series? Ja, eine Black Series, ein paar Rennwagen. Hier haben wir noch von... vom Steffmeister noch den Porsche Turbo. Den haben wir ja schon bei sich zu Hause besucht mit dem Teil. Jetzt gucken wir mal, was hier noch so ein paar Autos hier stehen. Ach krass, guck mal hier, ein Zweier Golf, aber so ein Breitbau mit, ich glaube, Carmine Grill. Lustig, sowas nochmal zu sehen, so richtig krass 80er Jahre Breitbau-Style. Crazy. Ich nehme euch auf jeden Fall hier mal mit allem heute mit. Was, Alter, habe ich gesagt? Alter, ich sehe von vorne, ist halt Zweier Golf, weil es so von den Proportionen so aussieht, ist einfach ein Fiat. Fiat 130 TC Ritmo, Alter. Ich habe noch nie gesehen, dieses Auto. Da haben wir hier noch so eine Flip-Flop-Folie. Kommt wieder zurück alles, finde ich echt ganz geil. Muss ich sagen, sieht sehr nice aus. Guck mal hier, RS6 Spectrum. Geil. Farbe ist auf jeden Fall wirklich krass, weil da ist es vom Effekt übelst. Ich hoffe, ihr seht das auch hier ein bisschen. Da geht das schon krass ab, das ist schon geil. Guck mal hier, ach, richtiges Oldschool-Tuning mal, keine Luft. Das sieht auch mal, ach, geil, innen drin alles besattelt. Man sieht es nicht so gut gerade hier durch die Spiegelung. Schönes, klassisches Oldschool-Tuning hier. Mit Airbrush hier auf dem Luftfilterkasten. Verrückt, den haben wir eben schon auf der Rennstrecke ein bisschen ballern sehen. Coole Farbkombination auf jeden Fall. Oh, aber hier ist meine Farbe. Finde ich auf jeden Fall, kann man echt so machen mit der Farbe. Aber als M2 muss ich sagen, hätte ich mir safe diese Farbe ausgesucht. Ich finde die einfach richtig, richtig, richtig stark. Oder haben wir hier noch was sehr Außergewöhnliches. Das ist bestimmt ein ganz alter Ford, aber so ein bisschen auf Hot Rod, Oldschool-Style. Krass.
Ich hoffe mal, dass hier sind die Besitzer, weil, keine Ahnung, sowas geht gefühlt nicht gut. Lack kann hier nicht kaputt gehen, aber man macht es einfach nicht. Hier das nächste Schätzchen einfach in 993 als Cabrio geht einfach immer. Guck mal, der ist einfach nur ein bisschen tiefer, noch nicht mal übertrieben, ein paar schöne BBS drauf. Übelst gut. Also mehr musst du einfach auch gar nicht machen. Ich finde einfach genau so, wirklich ist das Ding Taco. Also so ist er, also wenn du den Daily fahren willst und so, kann das doch alles einfach. Dann nebendran schon direkt die nächste Bombe. Boah. Krass. Schöner Charger, Alter, als RT sogar. Farbkombination finde ich übelst gut. Schön mit dem schwarzen Dach, noch wie Lederoptik von früher. Boah, innen drin komplett schick gemacht, Drehzahlmesser groß. Man sieht es hier leider schlecht. Schalensitze drin, so kann man ein bisschen was erkennen. Richtig gut, Alter. Das Ding ist, boah, alleine wie aufwendig hier der Tankdeckel gemacht ist, richtig krass. Und dann direkt nebendran noch GTR. Ja, guck mal hier, schöner Alpha. Guck mal, hier ist nur Ballermänner gerade, wenn ich mal so sehe. Da ist ja echt richtig was los. Oh, hier schlägt das Japan-Herz auf jeden Fall höher. Geil. Einmal hier noch einen geilen Civic. Da muss ich auf jeden Fall jetzt schon mal direkt gleich einen abfeiern drauf. Und dann hier noch einen schönen 350er. Das sind die Räder, die ich auch gerne so daily fahren würde auf dem Civic. Auf jeden Fall geil. Und dann hier auch in der Farbe übelst gut. Richtig, richtig stabil. Einfach in Aventador, ey. Alex83-8, mein Lieber, ich gönne dir von Herzen und du hast echt einiges richtig gemacht. Krasses Auto. Sehr, sehr schön. Würde ich mich drin sehen. Würde ich mich auf jeden Fall drin sehen. Wir sind mal tatsächlich 1-2 Stunden vorbei. Ich guck mal, wo wir eben waren hier. Da vorne waren wir, pass auf. Und zwar, wir waren bei dem Aventador. Warte mal, der ist nicht mehr da, der stand mal hier. Wir laufen aber weiter, denn hinten waren wir gerade noch eben bei dem Manta, B-Manta. Hier sehr, sehr, sehr schöne Farbkombination, ja, von diesem Mustang Mach 1. Farbe richtig krass mit so ein paar orangen Akzenten, finde ich sehr stark. Jawohl, atmen kann das Ding auch anständig. Finde ich auf jeden Fall gut. Also Farbkombination hier finde ich auch wirklich richtig, richtig. Aber ich glaube, das kannst du halt so bestellen direkt schon. Aber es sieht auf jeden Fall stimmig aus. Toll, jetzt bin ich gerade losgelaufen. Und jetzt habe ich auch hier schon direkt noch was zu besprechen. So, ich bin wieder zurück. Also den haben wir jetzt schon eben gesehen. Jetzt haben wir hier einen 350Z, wo ich echt sagen muss, mit dem Airbrush. Das ist ja für mich jetzt eher schon ein bisschen ein älteres Tuning. Aber ich finde es schon krass, wie das gemacht ist. Also so Star Wars-mäßig mit den Raumschiffen und so. Fighter One, krass, hier unten steht's mit so einem Motto, finde ich dann schon nochmal geil, muss echt ein absolutes Einzelstück. Kompressor Edition, krass, 400 PS, geil. Sehr, ach, Alter, er hat ja richtig Gas gegeben hier. Also ich finde sowas halt mega cool, weil du halt einfach so siehst, klar, ich würde es jetzt so jetzt, würde ich mir jetzt nicht kaufen, aber ich finde es halt geil, wie krass so die Vielfalt ist, was es für Autos gibt und was auch so immer. Guck mal, pass auf, das nächste. Den 350Z finde ich, by the way, auch ziemlich cool. Ist jetzt auch nicht übertrieben tief, aber mit den J11 da und so, das sieht schon alles ganz lustig aus. Dann ist hier einfach noch ein Polo, ein 86C, einfach auch richtig retro, mit den Oldschool-Rädern, einfach mit LSD, also Lambo-Style-Doors. Mega, mega cool, weil es nochmal so retro ist. Dann nochmal Porsche-Emblem mit kleinem Lenkrad, Porsche-Schaltknopf. Das ist einfach wie früher, ich schlängel mich mal hier durch. Steiner? Ah, cool, zwar retro vom Tuning, aber schon mal voll geil, richtig nice. Krass. Schaut auf jeden Fall cool aus. Vor allem sowas siehst du halt heutzutage echt nicht mehr. Deswegen dachte ich mir, finde ich auf jeden Fall mal wieder, guck mal oben sogar, Need for Speed Most Wanted, wir alle kennen es. Und jeder hat es zelebriert bis zum absoluten Maximum. Das war echt so, sowas müsste nochmal kommen, so eine Neuauflage. Da wären wir doch alle sowas von krass am Start, Alter. Das wäre echt übel. Nun haben wir hier noch ein paar verrückte Sachen. Auch das Blau hier. Ja, ich mag zwar eher so Babyblau, aber Farbkombination auch mit diesem, ja, so ein Bronze, Gunmetal, ne, auch nicht Gunmetal Grey, eher nicht. Guck mal, hier sieht man es schön. Finde ich echt ganz geil. Oh, guck mal, direkt der nächste ist mir noch gar nicht aufgefallen. Auch schon wieder so ein geile GT500, eine schöne Shelby. Auch diesen, in diesem Eleanor-Style.
Boah, Interieur auch sehr, sehr, sehr sauber und schön. Guck, man sieht es jetzt schlecht. Aber es ist auf jeden Fall übelst schön gemacht. Will ich gar nicht wissen, was das Teil kostet. Focus RS. Mittlerweile auch richtig teuer geworden, die Teile. Aber jetzt kommen die alle angerollt. Geil. Guck mal, hier viele krasse Sachen. Pontiac, Trans Am. Guck mal, der nächste. Ah, die sind von der Rennstrecke gekommen. Julia, vorne dran auch einer. Jetzt geht's hier wieder ab. Geil, auch nochmal ein B-Manta. Boah, ein richtig krass mattig Manta. Auch mit richtig coolem Design. Also komplettes Renndekor. Guck mal, hier kann man mal Instagram abchecken. Ist auf jeden Fall ein geiler Wagen. Richtig gut. Gefällt mir. Auch schön 4er R32. In fast original. Ein paar BBS Motorsporträder drauf. BBS CHR. Gehen immer drauf. Boah, hier ist jetzt richtig Alarm mittlerweile, Alter. Komm, hier mal noch ein 370Z auch mit Flügeltüren. Finde ich natürlich auch wieder geil. Nismo-Räder drauf. Überall. Naja, hatte Seitenschweller, sind Ansätze, aber mit den roten Linien, ja gut, die haben vorne schon ein bisschen gelitten, aber es ist überall, findet sich das Rot nochmal wieder. Sieht auf jeden Fall ziemlich stimmig aus, hinten auch nochmal die Ansätze, das ist alles Maxton. Passt auf jeden Fall schon mal sehr gut hier rein. Gucken wir noch weiter. Oh, die neue Corvette, ey, das Ding ist schon geil, muss ich sagen, Alter. Die Endrohr ist jetzt echt nicht mein Ding, sehe ich mal gerade so. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob die original sind oder nicht. Aber an sich ist das hier, für mich sieht das Teil einfach nicht mehr aus wie eine richtige Corvette. Das ist schon so ein richtiger, gefühlt so ein Supersportler. Von der Optik her und von der Karosserieform finde ich das Ding schon derbe, derbe krass. Hier sind halt nicht so die übertriebensten, super übelsten, ja, wie sonst auf den ganzen Treffen mit mehrteiligen Felgen. Aber hier sind alles halt Autos, die werden auch gefahren. Die kommen auf Achse hier hin und dann sind die Teile aber trotzdem auch geil und will ich auch zeigen, weil die Dinger sind auch sehr schön. Hier ist die Drift Area. Man hört es schon, die schießen schon alle bis zum geht nicht mehr. Wir laufen jetzt mal die, ach du Schande, ey. Da geht es ja noch hier weiter. Also einmal jetzt hier nochmal zurück, da haben wir schon mal ein bisschen geguckt. Ich laufe jetzt, glaube ich, hier in der Mitte einmal und dann gibt es ganz hinten auch noch, aber das ist mir dann zu viel, Alter, da laufen wir ja 3 Stunden. Ah, cool, hier Tofu-Garage mit dem Driftstand. Boah, das sieht aber geil aus, nur Scheinwerferhülle praktisch außen drauf. Auch geil. Ah, schießt gerade Reifen drauf. Oh, guck mal, hier auch nochmal nächster Drifter am Start. Da fehlt schon die Hälfte. Ach krass, nur LED-Leitbar vorne drin. Ah, das ist ja der Thomas. Kann man so machen auf jeden Fall. Die Driftinger sind einfach immer viel zu wild. Auch krass, schön alle im 32er da rumdriften als Drift-Taxi, aber da ist danach komplett Arschwasser, das kann ich jetzt schon sagen. Boah, aber auch sexy, schöne S15 mit so einem bösen Blick, aber nur mit so LEDs hinten dran. Das kommt auch geil. Ach, das ist er, Alter. Mev Lüt Erbay, Mev Limiter auf Insta abchecken. Mit dem habe ich auch schon ein paar Mal geschrieben. Auch geiler Typ. Könnt ihr auf jeden Fall mal checken. Da ist er, jawohl, jawohl. Da ist er. Ja, auf jeden Fall korrekter Typ. Und geiles Auto. Oh, guck mal, hier was Wildes. Was Wildes. Die bauen irgendwie so Fortbewegungsmittel der anderen Art. So ein Rentner-Ding. So ein Rentner-Einkaufswagen, aber mit einem, keine Ahnung was für Motor. G6R-Motor, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Ding höchst asozial. Schöne Farbe. Sehr schön, schick. Interieur noch ein bisschen heller. Mit richtig hellblauen Details, aber finde ich sogar ein bisschen schon zu hell. Ein bisschen schon zu hell zur Außenfarbe. Aber was mir dabei halt krass auffällt, dass einfach Lambo nicht die Autos konzipiert hat, um ein Kennzeichen dran zu machen. Sieht einfach Schrott aus mit Kennzeichen. Hier wäre jetzt meine Farbkombination 10 von 10, finde ich übelst krank. Aber ist halt nicht so auf Flex, ist halt eher so auf Racy halt krass. Oh. Sehr, sehr Racy, aber geil. Räder finde ich gut, die verdichtet brutal. Aber so Farbkombi ist auch wirklich sehr, sehr stark. Und jetzt nebendran den McLaren.
boah, bin ich auch sehr harter Fan geworden. Sogar ein 765. Farbkombination ist brutal. Alter. Dieses Lila. Puh. Bei dem Lila muss ich wirklich los. Alter. Das ist schon wirklich crazy. Mit dem Orange zusammen matcht auf jeden Fall hardcore. Geht mir übelst rein. Und die Türen, ey, ich schwöre, ich würde mich einfach sehen, das Ding mal aufzumachen. Krass, guck mal, brauchst nicht mal Audi-Logo. Einfach noch ein bisschen enger zusammen, sieht's aus wie Audi. Aber stabil, ich weiß gar nicht, wann ich den ersten 765 überhaupt mal gesehen habe. Meistens fahren ja nur 720er rum. Was heißt nur, aber ist ja auch schon brutaler Bomber. Aber das ist definitiv eine Ansage. 765 ist schon richtig Rambazamba. So, also wir waren jetzt gerade, hier noch ist der McLaren da vorne und wir sind jetzt, bis da hinten geht es immer noch weiter, aber ich glaube hier in dem hinteren Teil sind tatsächlich eher nur noch originale Fahrzeuge und da ich jetzt auch schon richtige Plattfüße habe und langsam nochmal in die Box zurück muss, würde ich sagen, laufen wir jetzt auch dahin. So Freunde, die Jungs machen schon wieder Boxenstopp hier, wir demontieren wieder alles oder rüsten alles wieder um, damit das Auto nochmal in den Anhänger fahren und dann geht's nach Hause. Also mit Matthias Malmedy und mit Hamid Mosadek das Tattoo, diese YouTube-Stop-Eintätowier-Geschichte, die wird's noch geben, aber am Sachsenring, wir haben es eben gequatscht, alles ausgemacht. So sind wir auf jeden Fall verblieben. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem ein bisschen was sehen, was hier abging. Für uns geht's in 4 Tagen schon wieder nach Polen zum Ultrace. Wird natürlich auch gefilmt. Dazwischen bekommt ihr vielleicht sogar noch ein Civic-Video, denn der wird in 2 Wochen released auf den PS-Days. Bei uns ist nur Vollgas. In diesem Sinne, meine Lieben, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin abonnieren, liken, teilen. Ihr wisst Bescheid, kommentiert auch sehr gerne. Ansonsten danke für euren Support. Wir sehen uns nächste Woche wieder und bleibt stabil.